Spaß. Ja, erstmal hallo. Wir haben jetzt ein bisschen später angefangen. Ich denke, das ist für euch okay. Wir schließen da vorne jetzt auch die Türen zu, damit keiner früher abhauen kann. Nee, der Vorteil ist, wir haben ja danach die Pause und die werden wir natürlich nutzen zum Essen. Und das ist eigentlich auch eins der wichtigsten Dinge bei uns im Leben. Klar, trinken und essen. Und ich muss wahrscheinlich relativ früh heute wieder weg, weil mein Sohn Abitur, Feier hat. Und da möchte ich vielleicht auch ganz locker einsteigen. Wir haben zu Hause so ein Dreifamilienhaus und die Kinder wohnen unterm Dach. Und meine Frau, wie so ist, die ist immer am Kochen, mittags zumindest. In der Regel war es bisher so, wenn er nach Hause gekommen ist, erstmal Kiste in die Ecke, Kühlschrank auf, reingeguckt und dann Mama, was gibt's zu essen? Ja, und dann war er weg und nicht mehr gesehen. Das ganz normale Leben und die Situation kennt vielleicht der eine oder andere Vater oder ihr noch aus eurer Zeit. Und dann brüllt natürlich die Mutter durch die ganze Wohnung, kannst runterkommen, Essen ist fertig. Und mich hat es immer tierisch genervt. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss es irgendwie eine Lösung geben, damit es einfach ein bisschen ruhiger wird wieder, weil schon fliegen mir noch die Tauben vom Dach. Und klar, früher konnte man einfach hier eine Sicherung rausdrehen und da war alles dunkel und da wussten die, Essen ist fertig, man muss runtergehen. Also so war es in meiner Zeit. Das funktioniert heute nicht mehr. Ja? Die Jungs haben einfach, so wie ich auch, ein Smartphone, das läuft einen ganzen Tag, in einer halben Stunde geladen, weiß auch jeder. Und wenn man da einen Kopfhörer auf hat, da hört man auch nichts. Gott. Also das ist einfach keine Lösung. Ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, einfach irgendwie eine Klingelleitung da hochzulegen und dran zu hauen, aber bringt nichts. Also das Einzige, was meiner Meinung nach richtig gut funktioniert, das ist eine These. Ja, das Ergebnis vom Kochen mit einem Knopf muss direkt hoch ins Kinderzimmer und zwar direkt an das Endgerät. Am besten noch aufs Auge eingebrannt. Ja, klingt jetzt ein bisschen hart, aber ihr kennt meine Frau nicht. Ja, und ich fange jetzt halt einfach mal an mit der Idee, die dahinter steckt. Der IoT-Push-Button, kannst runterkommen, Essen ist fertig, jetzt wisst ihr zumindest mal, wo der Name herkommt. Und naja, die einfache Lösung war so ein Amazon-Dash-Button, den kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch, vielleicht hatten auch der eine oder andere, ja, man kauft den bei Amazon, klebt den an die Waschmaschine, ja, und wenn das Waschmittel leer ist, klopft man drauf und kriegt das Zeug geliefert. Ist in Deutschland nicht ganz so einfach, weil man ja immer mit einem zweiten Klick bestätigen muss, dass man die Bestellung machen muss, aber das ist für unsere Anwendung, für meine Anwendung eigentlich nicht so relevant. Und die Idee dahinter ist einfach, man nimmt den Kerl, diesen IoT-Push-Button und ja, baut ihn um, sodass er für den eigenen Gebrauch sinnvoll genutzt werden kann und nicht nur für Ariel. Und da gibt es tons of Hacks im Internet, die kann man alle wunderbar studieren, nachlesen, die sind auch, wie ich finde, ausgezeichnet. Man baut einfach ja, ein bisschen Hardware um, ja, oder man setzt ein If this, then that, ja, ein bisschen Software ein und kann dann mit einem geeigneten Skript auf dem Router gucken, hat sich die MAC-Adresse jetzt gerade verbunden. Und dann kann man da eine entsprechende Interaktion auslösen. Das ist alles schön und ich finde es auch echt toll und ich finde auch die Hacks, die es da gibt, richtig gut. Aber ich habe mich damit beschäftigt und habe mich gefragt, ja, warum nicht einen eigenen Knopf bauen? Also einer, der wirklich mir gehört. Nicht, wo ich erstmal mit einer Säge das Amazon-Ding da aufsägen muss, um reinzugucken, was da drin ist und mich dann wundern, warum das da auch ein Mikrofon drin ist, obwohl das Ding überhaupt nicht zuhört. Und ja, also mir gehört erst was, wenn ich weiß, wie es funktioniert. Ja, das ist beim Toaster so, der muss halt auch mal zerlegt werden. Und wenn, ja, Leute, und wenn halt am Mikrowellenherd die Tür nicht mehr zu bleibt, dann geht er nicht in den Müll, sondern wird er erstmal zerlegt. Und wenn man daraus vielleicht irgendwas anderes baut. Okay, also die Idee war, ich baue mir einen eigenen Dash-Button. Und jetzt besteht er ja aus zwei wesentlichen Komponenten. Die eine Sache ist die Hardware, die andere ist die Software. Jetzt kann man sich überlegen, fängt man mit der Software an oder fängt man mit der Hardware an? Software, klar, die braucht man.
mit der Software hat man eigentlich schon angefangen. Und jeder, der schon mal Software entwickelt hat, vielleicht auch für den einen oder anderen mal was geschrieben hat, der ist ja immer schon fertig. Also wenn man fragt, wie weit bist du mit der Software? Ja, die ist fertig. Ja, kann ich so haben? Ja, da fehlen noch 10%. Ja, 10% von was? Aber das ist normal, weil gedanklich ist die Software schon fertig. Das wissen wir alle, was wir wollen. Ja, und die funktioniert auch hier. Alles gut. Und es gibt auch für eine Lösung, für einen Prototyp, ja auch schon ganz tolle Dinge. Die kosten 3 €, die kosten 5 €. Die schmeißt man irgendwo auf ein Breadboard und dann hat man so ein Teil. Dann ist es aber immer noch nicht meiner. Also muss es eine ganz einfache Lösung geben, mit wenig Bordmitteln, die Geld kosten und Software, ja, die nicht nur als Sicherungskopie auf dem Rechner ist, sondern die wirklich kostenlos im Internet verfügbar ist. Und da steige ich jetzt einfach mal ein mit einer ganz einfachen Software. Das ist hier die Fritzing-Software, kann sich jeder runterladen, gibt es für unterschiedliche Betriebssysteme. Einige von Ihnen kennen die. Und ja, die installiert man einfach, läuft relativ gut, ist eine gute Basis, was die einzelnen Bauelemente betrifft, also die elektronischen Bauteile, auch teilweise elektromechanische Bauteile. Und das Prinzip bei dieser Software ist im Grunde ganz einfach. Man hat verschiedene Teile, das sind hier verschiedene Reiter, man hat ein Brettboard, was man ja auch physikalisch anfassen kann. Das ist so ein Teil, wo man die Bauteile dann wirklich reinsteckt. Und da kann man so ein bisschen experimentieren, laborieren, vielleicht auch das eine oder andere ausmessen, vielleicht auch nachvollziehen, vielleicht auch dokumentieren, wenn man das wirklich macht. Dann gibt's einen Schaltplanbereich, da erstellt man einen Schaltplan. Und wenn man den hat, geht man normalerweise ins Layout, man will dann auch eine Platine machen. Und wenn man dann den entsprechenden Reiter für die Platine aufruft, dann hat man die Möglichkeit, erstmal auf so einem PCB, auf so einer Platine, die ganzen Teile, die hängen dann an Gummibänder. Die Bauteile, diese Gummibänder sind erstmal die Verbindungen, die man hier elektronisch hergestellt hat. Und mit denen muss man zurechtkommen. Das heißt, aus den Luftlinien muss man dann, ist es was Wichtiges, dann bitte auf Mithören drücken. Okay. Okay. Und man hat einen begrenzten Platz und das ist so ein bisschen, ich sag mal, ein Vorteil oder Nachteil. Ja, man hat ja ganz viel Platz auf der Welt, aber irgendwie hat man immer den Reiz, jedenfalls mir geht es so, die Bauteile möglichst dicht aneinander zu setzen, um dann zu sagen, guck mal, wie klein meine große Schaltung geworden ist. Und da kommen wir dann im Anschluss daran direkt noch dazu. Für euch jetzt hier mal nochmal einen kleinen, jetzt muss ich mal gucken, wie der hier funktioniert, den habe ich hier gefunden. Weiß nicht, wie er geht. Trotzdem schön, okay. Dann versuche ich das hier einfach mal. Das ist alles, was an Komponenten gebraucht wird. Was ihr hier seht, ist ein Schaltungsteil, mit dem man so ein Lipo, so einen Einzeller betanken kann. Also die Idee ist, man hat einen USB-Anschluss, darüber kann man das Teil laden und das soll möglichst lange leben. Man kann auch eine Batterie vielleicht anklemmen, je nachdem wie man es will. Aber der MCP hier, der hat einen Vorteil, dass er hier für den es interessiert, auch nochmal so einen Status Ein- bzw. Ausgang hat. Man hat hier 2 LEDs, lädt das Ding, dann ist das Ding auf grün und ist er voll. Dann schaltet er den hier von low auf high und dann ist diese LED gegen Massen geschaltet und die grüne ist an. Also alles gut. Dann kann man den abziehen, kann den irgendwo hinlegen und der funktioniert, solange wie er gebraucht wird, wenn er denn mal eingeschaltet ist. Und das ist jetzt der Teil, den man hier in dem Teilbereich sieht, hier. Das ist eine sogenannte Selbsthaltung. Ist in der Elektronik, ich sag mal, eine Standardschaltung, die jetzt nichts Besonderes ist. Man muss ein bisschen darauf achten, dass man mit der Dimensionierung klarkommt. Die Transistoren, die hier verbaut sind, die kennt vielleicht der eine oder andere nicht von der Bezeichnung. Das ist aber nur deswegen, weil das sind Derivate in SMD. Und so ein normaler
337 PC oder so, das kennt jeder oder die meisten von euch. Und die Transistoren, die werden ganz einfach als Schalter bedient. Das heißt, wenn man entsprechend eine Vorspannung hat, dann zieht er den hoch. Der hat hier, was weiß ich, schlag mich tot, Verstärkung von 100. Ja, und dann braucht man hier über den Weg einen gewissen Strom, damit über den Weg hier ordentlich Strom fließen kann. Und jetzt seht ihr hier diese Flex, das sind einfach Verbindungen. Wenn man hier so Schaltkomponenten in Fritzing zeichnet, dann kann man hier einfach aufhören und sagen, da hänge ich einen Fleck dran. Und überall dort, wo das Fleck auch wieder genutzt wird, hat man dann das gleiche Potenzial. Und jetzt kommen wir hier zu dem eigentlichen, wirklich das hier. Das ist der eigentliche Push-Button, könnt ihr den sehen, der ist eins hier. Ja, also wenn der geschlossen ist, wenn der also zu ist, dann fließt von hier über den Weg, über den Widerstand, der Widerstand begrenzt ein Stück weit den Strom, hier runter, über die Basis-Emitter-Strecke, hier Widerspannung, und also wird durchgeschaltet, dann habe ich hier den natürlich auch voll durchgeschaltet und über den Weg, das hier ist so ein Low-Dropout-Längsregler, der hat so einen Drop von 100 Millivolt. Das heißt, wenn ihr hier mit einer geringen Spannung arbeitet, wie beispielsweise 3,3 Volt, dann habt ihr hier noch 3,2 Volt. Und das ist ganz gut für den Kerl. Das ist der ESP07S. Das ist so ein Chinese, ein iThinker. Hat den Vorteil, dass er alles auf dem Chip drauf hat. Der hat RAM, der hat Rechenzeit, den kann man mit, ich glaube, 160 MHz takten. Der hat 4 Megabit Speicher, da geht also ordentlich was. Und der hat Wi-Fi on board. Ja, ist so groß wie ein Fingernagel. Und das macht das Ding so wahnsinnig attraktiv. Und der wird einfach hier über den Weg mit den 3,3 Volt beschaltet. Der braucht hier, ja, damit er richtig funktioniert, eine gewisse Konstellation, damit er auch weiß, er soll jetzt arbeiten, er ist nicht im Programmiermodus etc. Und wenn der dann arbeitet, da kommen wir dann später dazu, wenn wir uns in die Software da mal ein bisschen reinschauen, dann weiß der als erstes, okay, ich muss hier mein Port, also der hat einen Ausgangsport, die werden definiert, welcher ist Eingang, welcher ist Ausgang, so wie ihr das von anderen Controllern auch kennt. Und dann wird der hier als Ausgang geschaltet. Und hier seht ihr auch so einen Fleck. Dieser Power-Comport, der hängt hier dran. Und damit wird der Kerl hier durchgeschaltet. Und wenn der geschaltet ist, Watts, dann kann ich den Schalter aufmachen. Denn die Spannungsversorgung kann jetzt über diese Diode hier runterfließen. Alternativ, wenn einer kein Licht haben will, kann er hier zwei Dioden setzen. Und dann fließt eben der Strom über den Weg. Und der bleibt durchgeschaltet. Diese Diodenschaltung hier an der Stelle, also wahlweise diese zwei in Reihe oder die eine hier, ist einfach deshalb, dass man den Schalter später im laufenden Betrieb noch weiter benutzen kann und detektieren kann. Das heißt, dieser Punkt hier, der muss einfach höher liegen als der Punkt. Das heißt, wenn ich die Schaltung betreibe, die Spannung ist eingeschaltet, der Controller läuft und der Schalter wird hier zugemacht, nochmal also der Taster gedrückt, dann muss trotzdem die Situation hergestellt werden, dass an der Stelle hier der Transistor nochmal schaltet. Und dann kann ich den Knopf auch während dem Betrieb nochmal für was anderes benutzen. Also Prinzip ist einfach, das Ding ist stromlos, man drückt auf den Knopf, der Controller fährt hoch, das erste was er macht, er schaltet seinen Ausgangspin high, der andere Transistor wird geschaltet, ich kann den Knopf loslassen. Und im Weiteren könnte ich dann mit dem Knopf noch verschiedene andere Dinge machen. Was diese Dimensionierung betrifft, jetzt hier von den Widerständen, die hier noch sind, also das sind letztendlich nur Widerstände, die dafür sorgen, dass der Kerl wieder ausgeht, wenn hier vorne nichts mehr ist. Und die Widerstände, die sind letztendlich in der Regel so ausgelegt, dass man den auch ein Stück weit mit 5 Volt betreiben kann. Also die genaue Berechnung, die Dimensionierung und so, dafür haben wir heute keine Zeit. Das kriegt ihr zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal und eine
genauere Erklärung, wie funktioniert denn so ein Transistor als Schalter, findet ihr auch später noch. Was hier noch drin ist, hier ist nochmal ein kleiner Spannungsteiler. Den seht ihr, der hat relativ hohe Werte, 100 Kilo, 27 Kilo. Und der geht hier auf den analogen Eingang. Das heißt, die Flag, analoger Eingang, geht hier auf den Controller. Und der Controller, der kann am Eingang 1 Volt und schaltet uns dafür 1024 Bit. Also das ist so ein Analog-Digital-Wandler. Und damit kann ich natürlich auch detektieren, wenn die Leistung von meiner Batterie, von meinem Akku zurückgeht. Das war es eigentlich so im Groben, was diese Schaltung betrifft. Und wenn wir jetzt halt wieder von dem Stromlaufplan rübergehen auf die eigentliche Schaltung in Fritzing, dann ist das jetzt halt hier der eigentliche IoT-Push-Button. Das sind alles SMD-Bauteile, die hier verbaut sind. Ihr seht hier oben den Anschluss für die USB-Spannungsversorgung. Hier der Taster. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich die Rückseite auch drauf habe. Nee. Man kann da entsprechend reinzoomen, rauszoomen und man kann sich die Sachen entsprechend ausgeben, wenn man denn glaubt, dass man mit der Platine fertig ist. Also man kann da auch so einen Rule-Check machen, bei dem man dann wirklich sieht, okay, die Leiterbahnen sind zu eng beieinander oder das Loch ist an der Stelle, wo es nicht hingehört. Ja, und dann produziert man normalerweise, also das File-Format ist so ein FZZ, das ist letztendlich ein komprimiertes Format, die Informationen, die sind irgendwie in einem XML-Format abgelegt, muss uns aber nicht weiter interessieren. Wichtig ist, dass wir ein Ergebnis haben, ein Ergebnis, was man dann zu einem Produzenten schicken kann, in China, Deutschland, schlag mich tot, der damit dann auch was anfangen kann. Und in der Regel, mit was alle was anfangen können, ist ein Gerber-File. Also Gerber-Daten sind die Daten, die normalerweise bei der Platinenproduktion immer genutzt werden können. Und bevor man die Daten dann normalerweise wegschickt, also diese Gerber-Daten, sollte man sich vielleicht auch wirklich die Gerber-Daten nochmal anschauen. Und dazu gibt es auch verschiedene Produkte im Netz. Das hier ist ein schönes Teil, das kostet nothing, Gerber View. Und damit kann man dann die verschiedenen Ebenen, also diese Gerber-Files werden dann in ein Verzeichnis reingelegt, wo man denkt, dass es Sinn macht. Und man kann dann hier die verschiedenen Ebenen einschalten, ausschalten und dann sieht man die Platine oder die Daten für die Platine, wie sie bei den Produzenten ankommen. Und auch hier kann man dann mit verschiedenen Funktionen die Sachen nochmal ausmessen und sagen, okay, das passt oder passt nicht. Es gibt, wie gesagt, beim Messen dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wie viel ist das, wie viel Platz ist hier? Und ich habe gestern Abend nochmal geguckt, also ich habe hier zwischen dem Loch und der Platine hier an der Stelle habe ich 0,06 mm. Ja, also ist nicht viel, aber mich stört's nicht. Die Löcher, das sind keine, die irgendwo eine Durchkontaktierung darstellen, sondern hier in dem Fall sind es einfach nur Löcher, wo der SMD USB, also die USB-Buchse angebracht ist und da tut es überhaupt nicht weh. Aber man muss es sich anschauen. Eine andere Variante ist beispielsweise von Eisler, der eine oder andere kennt vielleicht den Platinenproduzent. Dort schickt man keine Gerber-Dateien hin, sondern man schickt direkt diese FZZ-Datei dorthin. Der packt es dann wunderbar aus, macht dann irgendeine Magic und erstellt dann solche Bilder, bei denen man das nochmal ein bisschen kontrollieren kann. Man sieht hier jetzt beispielsweise Vorderseite mit dem Taster, Rückseite und hier sieht man die verschiedenen Ebenen. Ja, also hier ist beispielsweise die Ebene für die Drills, die nicht durchkontaktiert sind. Hier ist Bestückungsdruck, Oberseite, Unterdruck und hier die Drills mit Durchkontaktierung. Hier die Unterseite, das was hier großgelb dargestellt ist, das ist einfach eine Massefläche, die mit eingebaut ist, damit dieser MCP, der dafür sorgt, dass der Akku geladen wird, auch ein bisschen gekühlt wird. Also wenn man schon Kupfer da hat, dann kann man es auch nutzen, muss es nicht unbedingt alles wegätzen lassen.
Dann hat man noch schöne Sachen dabei, das ist klar, wenn sie SMD machen, dann brauchen sie normalerweise auch so Masken. Also später bei der echten Produktion hat man dann so Masken, die legt man dann drüber, dann wird die Pampe da so reingezogen, ja, und dann werden die Bauteile über einen Automaten bestückt und dann geht's in den Reflow-Ofen. Ich weiß nicht, wer von euch so einen Automat hat, ich habe keinen, ich habe zwar einen Reflow-Ofen, deshalb habe ich mir die Dinger da nie gekauft, nie mitbestellt. Teilweise löte ich die Dinger auch mit einem ganz normalen, feinen Lötkolben, das geht wunderbar. Man muss halt gucken, dass man eine ruhige Hand hat. Den da, den kriegen sie nicht. Also den habe ich noch nie, also ich habe es versucht, aber den habe ich nie mit der Hand hingekriegt. Das geht nur über einen Reflow-Ofen beziehungsweise mit so einer Heißluft-Lötpistole. Und der Preis hier, der ist relativ spannend, das ist das Interessante, das sind 11,51 € für 3 PCBs, also für 3 Platinen. Und das Teuerste daran ist das Porto, das sind 6 €. Das heißt, wenn man da also die doppelte Menge bestellt, hat man da natürlich auch die dreifache, dann macht es richtig Spaß. Ja, und jeder von euch, der vielleicht woanders schon mal Platinen bestellt hat, da kostet das erste Muster kostet gleich mal 35-50 €. Und das tut dann schon weh, wenn man die erste Platine gemacht hat, dann geht die raus und dann baut man ja schon wieder die zweite. Das heißt, im dritten, vierten Iterationsschritt hat man dann richtig Geld. Hier tut's nicht so weh. Nochmal zum Vergleich, links ist das Bild, was ihr beispielsweise bei Eisler bekommt und rechts ist die Platine, die geliefert wurde. Ja, die habe ich gestern Abend nochmal ein Stück weit abfotografiert und wie ich finde, das ist ein gutes Ergebnis. Also wir reden ja hier, wir sind ja unter uns, das ist keine Massenproduktion, das ist was für uns zum Basteln, zum Ausprobieren zu tun und das ist absolut okay. Also wir haben früher im Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, haben wir weitaus schlechtere Qualitäten gehabt für die ersten Muster. Und das, was da rauskommt, ist gut. Und das ist jetzt nicht nur unbedingt bei Eisler so, sondern bei vielen anderen auch. Und funktioniert ganz gut. Übrigens der da, das ist der Werner, der ein oder anderen kennt ihn. Der gefällt mir halt ganz gut, den habe ich früher mal irgendwo an die Tafel gezeichnet. Irgendwie ist mir es gelungen, deswegen habe ich ihn dann abfotografiert und den mache ich jetzt überall drauf, wo ich irgendwie was mache. Hier an der Stelle sitzt, das ist ja die Rückseite, sitzt dieser ESP82, also der ESP07S, der 8266 Controller. Und der hat, der S ist ein bisschen schmaler wie der normale 07er. Unterschied ist, dass er keine Keramikantenne mehr hat, sondern er hat nur noch einen Anschluss für eine Antenne. Im schmalen Bereich funktioniert er auch ohne Antenne, ist klar. Der hat keine LED, was den Vorteil hat, dass er noch weniger Spannung braucht. Und er ist auch in der Breite ein bisschen geschrumpft. Doof oder gut, je nachdem, wie man es will. Er hat hier ein 2 mm Raster, kein 2,54 Raster. Ja, das heißt, wenn man da jetzt hat, was mitmachen will, eine Platinerweiterung, muss man immer dran denken. Also einfach da ja, eine Stiftleiste rein und dann meinen, man kann es aufs PCB, auf so ein Brettboard stecken, wird ein bisschen ja, unangenehm. Aber ich habe es einfach wissen wollen, ich habe hier meine Bohrungen entsprechend so gesetzt, dass man hier diesen ESP07S einsetzen kann und kann außen noch eine Stiftleiste anbringen, um vielleicht irgendwann noch was anderes mit dem Bauteil zu machen. Hier nochmal ein Vergleich, wobei das ist jetzt halt eine alte Version. Handgelötet, schlecht fotografiert, der funktioniert. Der funktioniert wirklich und ich habe ihn auch hier liegen und wir können den jetzt auch gleich mal ausprobieren, ob er das tut, was er soll. Das machen wir jetzt halt einfach mal. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das richtige Kino erwische. Ja, das ist hier noch aus. Gucken wir mal. Ja. Also ich habe hier Software laufen, das ist Weiser. Weiser ist in der kostenlosen Version ausreichend, kommt halt ab und zu Werbung, aber die kann man wegdrücken. Installiert man am PC, hat hier so eine App drauf und dann muss man per USB-Kabel die beiden verbinden und dann kriegt man da alles hin. Okay? Also soweit verstanden. Jetzt kann ich hier euch gerade mal zeigen, also das seid ihr hier, ist klar. Hier habe ich einen Router, der da,
Das ist ein von Mikrotech, ein Ruder, finde ich ganz gut, weil der eine geile Software drauf hat, mit der kann man richtig viel machen, in der kleinen Variante wie in der großen. Also wenn ihr irgendwie mal so mit NetIrons oder so gespielt habt, dann findet ihr euch in der Software von dem Ding auch wieder wohl, wobei der auch noch eine schöne Oberfläche hat für die Maus-Junkies, also so eine Windbox, wo man dann wirklich hier in der Oberfläche rumtun kann. Ja, das rote Kabel hier geht in den Switch. Dann habe ich hier unten liegen, ich hoffe, man kann es erkennen, das ist ein IoT-Push-Button. Der hat jetzt keine Batterie, weil das ist noch die alte Version, aber das Kabel geht nicht irgendwie an den Rechner, sondern geht einfach nur in mein Ladegerät, okay? Und hier auf dem Smartphone seht ihr jetzt nur die Kamera. Und wenn ich die jetzt hier mal runter mache, okay, den muss ich mal wegdrücken hier. Den Essen ist fertig. Da kommen laufend Post, die machen wir weg. Also hier, das ist meine Notify-Zeile. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich drücke hier jetzt bei dem Kerl einfach mal auf den Knopf. So, jetzt funktioniert die Selbsthaltung, der macht, was er tun soll. Er geht ins Netz, er macht jetzt noch ein bisschen mehr, da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Verbindet sich über das Wi-Fi mit dem, geht dann ins Internet, guckt erstmal, gibt es für mich neue Software, meldet sich am DNS-Server an und wenn das alles gut geklappt hat, schickt er so ein MQTT weg, da blinkt er ein bisschen schneller jetzt hier bei mir und MQTT, nach dem Request kommt ein Response und er sagt, Kamerad, ich habe alles verstanden, du kannst jetzt wieder den Strom ausmachen und dann ist das Ding wieder stromlos. Und wenn ich jetzt hier bei meinem Smartphone nachschaue, dann habe ich hier wieder so eine Antenne und die heißt Essen, du kannst runterkommen. Okay? Also das ist im Prinzip nichts Besonderes, aber ich fand's cool. Und mein Sohn, das wird sich noch zeigen, ob der das so cool findet, wenn er da dann wirklich keine Ausrede mehr hat. Ja, aber soweit die Sache und jetzt gucken wir uns das mal im Detail an. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken, Moment haben wir noch. Den wieder irgendwo Vollbild, ich habe gelernt, bei dem Rechner ist es F12. Okay. Arduino, also der ESP07 ist wie die ganze Atmega-Familie auch in der Arduino-Oberfläche relativ einfach zu programmieren. Den kann man mit C, C++ programmieren. Das hat einen gewissen Charme. Ich meine, der eine oder andere von Ihnen benutzt sicherlich eine andere, eine hochwertigere Software. Ich zum Teil auch. Aber ich habe es auch ganz gerne oft so nach Minimalprinzip. Also warum soll ich was Großes nehmen, wenn mir was Kleines reicht? Und ich finde es immer spannend zu beobachten, wie so kleine Software, ja, was die für eine Macht haben, was man so mit den Dingern alles tun kann. Und die hier ist wirklich nicht schlecht. Also die gibt's für Windows, für Mac, für Linux in verschiedenen Versionen. Und es gibt für diesen, also von iThinker, für diesen ESP, gibt's einen entsprechenden Download. Das ist so ein JSON-File, was man installieren muss. Und dann kann man über den Board Manager, über die Verwaltung auch die entsprechende Software nachladen, damit man in der Arduino-Oberfläche diese ESP07 programmieren kann. Es wird natürlich auch noch andere Möglichkeiten geboten für andere Software. Und die aktuelle Version, ich habe gerade gestern Abend nochmal geguckt, ist die 2.3.0 und ich glaube, ich habe hier jetzt so 2.2 oder 2.1 drauf. Hat sich bei mir nicht viel geändert. Und wenn man diese Software installiert hat, dann kann man hier unter den Werkzeugen bei dem Boardverwalter dann auch entsprechende ESPs auswählen. Da kommt eine ganze Latte hoch, unter anderem auch so ein Generic ESP8266. Und dann kann man da noch ein paar Sachen einstellen. Und hier seht ihr, CPU steht hier jetzt halt auf 80 MHz. Der hat hier jetzt halt 4 Megabit und so ein paar andere Sachen. Und dieser Upload Speed, die ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal ganz interessant, wenn ihr mit Arduino arbeitet, dann seid ihr meistens ein bisschen langsamer, wenn ihr hochladet. Das ist nicht so kritisch, weil die ja vom Speicher her nicht so groß sind. Aber hier, ja, nervt es manchmal. Und die 115, 200 sind mal nicht schlecht. Ja, also da geht schon was.
Muss man nicht oft machen, weil wenn man eine entsprechende Basis geschaffen hat, dann kann man später auch die Firmware over the air nachladen. Das heißt, man hat einen Server, da hat man ein Verzeichnis, da legt man die kompilierten, die Binaries ab, trägt die in einem PHP ein und die Hardware, wenn sie dann mal angeschaltet ist und eine Wi-Fi-Verbindung ins Internet hat oder zu dem FOTA-Server, tauscht sich aus und weiß dann, okay, da ist eine neue Version von mir, lädt die Version runter, der Speicher, man muss natürlich darauf achten, wenn man jetzt 4 Meg hat, dass man eben maximal 2 Meg dafür verwendet, damit auch die neue Software noch reinpasst, ja, und beim nächsten Bootvorgang nimmt er dann die neue Software. So ist das grundlegende Prinzip. Die Software der Selbsthaltung, da können wir jetzt halt einfach mal kurz reingehen. Ich habe hier diese Arduino. Ah, das hier, das ist die Werbung. Ja. Wollte ich nur sagen. Hat nichts mit mir. Ich lese keine Bücher und höre auch keine Hörbücher. Ja. Wie gesagt, Arduino-Software. Jetzt hier mit der Erweiterung über die Einstellung für diese ESP. Und wenn ich das jetzt einfach mal hier rüberziehe, das ist mir bei manchen schon öfters aufgefallen, da ist alles irgendwie so ein Kilometer langes File, muss gar nicht sein, man kann es wirklich schön aufteilen und das sieht man dann hier in den verschiedenen Reitern und erzeugt wird es einfach, wenn man dieses Verzeichnis hat, legt man da seine Quellen rein, seine Header-Files und wenn man dann dieses Projekt das nächste Mal aufmacht, dann sind die auch da. Ihr wisst es wahrscheinlich alles schon. Aber ich war richtig überrascht, wo ich das erste Mal gesehen habe und dachte, Mensch, das kann ja diese Arduino-Software auch. Und fand es ganz toll. Jetzt gucke ich einfach mal hier ein Stück weit in der Software durch. Und da gibt es letztendlich, wie es bei den Arduinos auch ist, ihr habt ein Setup-Teil. Und ihr habt den Loop, die Einstellsoftware, und beim Setup passiert das, was in der Setup normalerweise immer passiert. Man stellt ein paar Sachen ein und jetzt muss ich nur mal hier gucken, wo ich den Kerl hier finde. Hier war was für ein Setup. Und da ist einfach nichts anderes. Ihr seht, ich rufe hier eine Methode, Funktion, Prozedur auf. Setout und das Ding heißt hier bei mir einfach Power on High. Das heißt, das Erste, was der macht, der initialisiert den Port auf Ausgang und schickt dem eine 1. Und damit ist der Transistor unten eingeschaltet und ich kann den Taster loslassen und das Ding macht, was es soll. Mehr ist es da an der Stelle. Nicht wirklich. Ja, vielleicht noch ein paar Sachen zur Konfiguration. Also das hat ja jetzt hier, ihr habt es gesehen, super geklappt. Ich habe hier meinen Router, den da, die haben sich gleich verstanden, haben sich gefunden. Das lag natürlich daran, dass ich dem gestern gesagt habe, du hast ein Wi-Fi, ja, Hashtag 10PAM oder so habe ich es genannt, ja, mit ja, Datum von heute als Passwort und den habe ich entsprechend so konfiguriert. Das ist ja normalerweise nicht so, dass das immer gleich ist. Das heißt, wenn ich den in ein anderes Netz hängen will, dann muss ich den entsprechend umkonfigurieren. Und das Schöne an diesem ESP07 ist, der kann sowohl im Station als auch im AP oder auch im AP Station Mode betrieben werden. AP Station Mode habe ich eigentlich nie gebraucht, weil ich mir gesagt habe, in der Anwendung, wo ich ihn brauche, ist er entweder Station oder ist er AP. So, und da ist das Verfahren relativ einfach. Wenn der schon eine Konfiguration in seinem E-Quadrat-Speicher abgelegt hat, dann versucht er mit der Konfiguration wieder sein Netz aufzubauen. Da guckt nach, sind da irgendwo ja, Access Points mit der entsprechenden SSID vorhanden. Wenn ja, macht er die Verbindung auf. Wenn nein, dann sagt er, okay, da ist kein AP für mich, muss ich selbst ein AP sein. Und dann macht er hier den AP auf und gibt als SSID den Namen frei, mit dem er irgendwann mal benannt wurde.
also IoT und dann irgendeine Nummer. Die Nummer ist abgeleitet von der eigentlichen MAC-Adresse, zusammengefasst große Integer. Und das wird einfach hochgepusht. Und dann eine Vereinbarung für irgendein Passwort. Und dann geht man mit seinem Smartphone dran, sucht das Netz, verbindet sich mit dem und man kriegt, ich denke, jeder kann sich's vorstellen, eine Oberfläche, da wählt man dann ja den AP aus, wo man glaubt, dass es Sinn macht, dass er sich mit dem verbindet. Das heißt, man hat eine Liste, sagt, okay, zum Beispiel jetzt hat Lattenzaun 10 PAM und dann Passwort und dann schickt man das wieder los. Und dann geht er wieder in Station Mode, stellt die Verbindung wieder oder versucht dann die Verbindung herzustellen. Und es wird unter anderem mit den LEDs gemacht, die damit verbaut sind. Es gibt im Moment noch, mir ist jetzt keine zukünftige Lösung bekannt. Es gibt im Moment noch die Möglichkeit über Captive Portal. Der eine oder andere kennt es, wenn er irgendwie McDonald's oder sonst wo rumturnt und sagt, okay, das Netz verbinden, ja, und dann poppt bei dem so eine Kiste auf mit einem Fragezeichen, geht man drauf und dann kriegt man so eine Seite, wo man dann ja seine E-Mail-Adresse angeben muss oder einfach nur was bestätigen, so ein bisschen Störerhaftung, und dann kann man damit arbeiten. Das Problem ist, dass mittlerweile fast keiner mehr nur oder mit HTTP arbeitet, sondern überwiegend mit HTTPS. Und dann sieht es anders aus, denn so ein Captive-Portal ist letztendlich nichts anderes, ja, wie eine Man-in-the-Middle-Attacke. Jede IP bzw. jede Webseite, die ich aufrufe, ja, ich habe mich mit McDonald's verbunden, sage www.web.de und dann wird das erstmal abgefangen von dem Access Point, der erkennt es und dann pumpt er mir erstmal die Seite zum Anmelden hoch. Ja, mit einem entsprechenden ja, HTTP-Code 302. Und wenn ihr da jetzt ein HTTPS haben wollt, dann müsst ihr natürlich ein entsprechendes Zertifikat haben. Ihr braucht ein Root-Zertifikat und so weiter. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger umzusetzen. Teilweise kostet auch Geld. Und deshalb ist es momentan nicht so die suboptimale Lösung. Also geht teilweise noch, aber wird immer schwieriger, dass es funktioniert. Ja, ich habe mit dem Teil hier auch am Anfang rumgeturnt und habe dann auch festgestellt, es funktioniert eigentlich nicht wirklich. Was man machen kann, ist relativ einfach. Es gibt zwei Lösungen. Die eine Lösung heißt, man weiß, wie bei seinem Knopf die IP-Range ist, die er vergibt, und kennt dann natürlich dem seine IP-Adresse. Also man legt irgendeine interne IP-Adresse fest. Und dann kann man in dem ganz normalen Browser, der jeder auf dem Smartphone hat, und mit dem er sich, oder mit dem Rechner, mit dem er sich über den verbunden hat, dann direkt die IP-Adresse eingeben und dann kommt er auf diese Webseite, die hier hinterlegt ist. Das ist ja eine ganz einfache HTML-Seite mit einem Formular, trägt man die Daten ein, schickt es weg und der fängt es wieder auf und trägt es entsprechend ein. Das ist eine gute Lösung. Eine andere Lösung ist, und das habe ich mir überlegt, okay, ich will ja eigentlich, dass mein Sohn zum Essen runterkommt. Und ich will ja eigentlich, dass hier bei mir in der Software irgendwas hochpoppt, Notify. Und es erscheint ja nicht einfach so. Dazu brauche ich eine Software. Also muss ich auch eine Android-Software schreiben. Und wenn ich schon eine Android-Software schreiben muss, damit es hochpoppt, dann kann ich natürlich auch in diese Software schon so einen Teil reinbauen, der dann für mich die Verbindung detektiert. Das heißt, wenn die Software installiert ist, ist in Android, so ist es gängig, dass man da einen entsprechenden Broadcast-Receiver mit anlegt. Das heißt nichts anderes, der ist jetzt so konfiguriert, dass man sagt, okay, das Netzwerk hat sich geändert oder es wurde Wi-Fi eingeschaltet und dann erzählt Android jedem, der es wissen will, hey Leute, passt auf, das Netzwerk hat sich geändert. Und man hat einen Receiver, einen Broadcast-Receiver, und der Broadcast-Receiver, der detektiert und sagt, hey, das könnte interessant sein für mich, und dann guckt er so ein bisschen nach. Das macht beispielsweise auch Google, wenn ihr ins Internet gehen wollt und habt dann auf eurem Smartphone zwar das Wi-Fi-Dings, aber da so ein Fragezeichen drin, dann liegt es einfach daran, dass ihr hier nicht direkt auf den 8888 irgendwo eine entsprechende Rückmeldung bekommt. Ähnlich ist es beim Kindle Reader.
der erwartet auch auf einer bestimmten Seite, was schon, könnt ihr den gar nicht richtig konfigurieren, wenn hinten dran kein Netz ist. Ja, und meine App, die fragt halt auf meinem ESP07 eine gewisse Information ab, um einfach zu erkennen, ist das jetzt halt auch mein ESP. Und wenn das ein ESP ist, dann ist alles gut. Und dann wird letztendlich nichts anderes gemacht, wie eine Software aus der Library von Android genutzt. Da gibt's verschiedene Lösungen und ich habe mich für die einfachste entschieden. Das heißt, das Einzige, was ich mache, ich habe so einen Internetbrowser implementiert. Warum habe ich das so gemacht? Naja, weil es einfach Flexibilität bietet. Das heißt, wenn ich an meinem ESP07 was ändern will, in der Darstellung, bei der Maske oder weil ich noch andere Werte irgendwie übergeben will, dann muss ich nicht automatisch auch meine Android-Applikation ändern, denn die zeigt ja einfach nur das an, was auch ein normaler anderer Browser zeigen würde. Und der ist einfach so eingebettet, da ich da noch ein paar Knöpfe habe, ja, aktualisieren, beenden. Und das ist letztendlich die Erweiterung zu dem IoT Notify. Also kann ich dieses Problem mit diesem Captive Portal über den Weg relativ einfach gewährleisten. Also ich habe die Software drauf und wenn das Ding jetzt halt konfiguriert werden muss, dann verbinde ich mich mit dem übers WLAN und dann schlägt der Broadcast Receiver Alarm und sagt, jawohl, da ist was, bupp, schlägt zu und ich kann es konfigurieren. Und damit ist es wieder durch. Es gibt im Übrigen in dieser ganzen IoT-Welt auch so Sachen wie Rollladensteuerung oder auch für einen, im Moment brauchen wir es weniger, aber für die Heizungsregelung, wir haben da auch andere Lösungen, da gibt es oftmals proprietäre Apps, die man runterlädt und teilweise, und das hat mich auch mal interessiert und ich habe irgendwo auch nachgelesen, wie die das machen, da werden die Daten nicht in dem IoT-Gerät direkt übertragen, sondern in die App und von der App geht es dann rüber in das eigentliche IoT-Endgerät. Und wie machen die das? Ja, die App schickt einfach schön Informationen ins Netz und über die Länge dieser Informationen entstehen Pakete und die Paketlängen sind Morsezeichen und der Empfänger sieht dann einfach und dann kennt er auch das Passwort und die SSID und kann sich dann auch wieder über den Weg verbinden. Das ist so ein bisschen Security by Obscurity, aber ist teilweise gängige Praxis und habe ich rausgefunden über den Weg, wo ich gesagt habe, mich interessiert, ich will das selbst machen. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch, was waren das, 15 Minuten, gell? 5 Minuten, okay. Fota habe ich schon mal angesprochen, so im Groben. Ich kann euch jetzt in den nächsten 13 Sekunden nur mal einfach mal zeigen, wie kann so ein Skript aussehen hier. Ich habe hier zwei Stück. Das eine ist das ESP-Update. Das ist im Prinzip das, was will er hier? Weitere App. Klar, weitere App. Ich habe hier Notepad++ irgendwo. Den will ich aber jetzt gar nicht suchen. Nehme ich einen Editor. Ich denke, das ist auch relativ einfach. Und jeder, der ein bisschen HTTP kann oder ganz normal lesen, der weiß, was da... Ups, jetzt habe ich es. also was macht der hier? Ihr seht, hier sind ein paar MAC-Adressen eingetragen. Das sind die IoT-Endgeräte. Ja, da steht hier irgendwo die Version, die er kann, die er machen sollte. Dort gibt es dann hier ein paar Informationen, die ausgetauscht werden. Das heißt, das IoT-Gerät schickt an den Update-Server ein paar Informationen von sich selbst. Dann gibt es die Unterscheidung, stimmt die MD5-Summe? Wenn nein, dann kriegt er auf jeden Fall das aktuelle Teil rüber geballert oder stimmt die Version nicht, dann kriegt er die entsprechende Version rüber geballert. Und mehr ist das nicht. Also das ist ein bisschen mehr wie ein Dreizeiler, aber tut nicht wirklich weh. Und es gibt auch in der Form im Netz zu finden, ist also nichts Besonderes. Was ich viel spannender finde, ist der andere Teil. Das ist, hier ist der Firebase-Teil, mache ich auch hier auf. Der ist aber auch nicht viel größer.
Und zwar, damit ihr auf dem Smartphone so eine Notify bekommt, muss ja irgendwie was passieren. Und jetzt könnt ihr natürlich über einen Polling-Betrieb immer irgendwo nachgucken, ist da eine Information, ist da eine Information, ist da eine Information, Information, und dann geht die Antenne hoch oder die Flag. Aber normalerweise ist es so nach dem Prinzip Don't call us, we call you. Das heißt, man schickt über zum Beispiel eine Webseite eine Information weg. Dazu braucht man eine entsprechende, ein entsprechendes Zertifikat bei dem Firebase-Dienst, trägt den ein. Ich habe hier auch mal so einen Server-Key abgelegt, damit ihr den lesen könnt. Den habe ich natürlich vorhin ein bisschen geändert, damit ihr da auch besser öfters mal probieren könnt, wie er denn sein könnte. Aber letztendlich kriegt ihr von Android, von Google, von der Firebase-Konsole, wenn ihr denn einen Google-Account habt. Mittlerweile reicht, glaube ich, auch, wenn ihr einen normalen Apple-Account habt, weil Firebase ja der Nachfolger ist von dem normalen Cloud-Messaging. Und dann müsst ihr den entsprechend eintragen, und wenn ihr den eingetragen habt und schickt eine entsprechende Information weg, und dann sorgt der Dienst Firebase dafür, dass ihr auf dem Endgerät auch diese Informationen bekommt. Das heißt, habt dann euer Handy, Toilette runtergespült, habt ein neues gekauft, habt es wieder eingerichtet, auch dann kommt die Nachricht an. Sofern das auch entsprechend richtig konfiguriert war. Ja, ist es ausgeschaltet, schaltet es wieder ein und die Nachricht wurde vor 2 Stunden verschickt. Wahrscheinlich ist der Sohn dann schon runtergekommen, weil er Hunger gekriegt hat, aber die Nachricht kommt an. Also das ist das Schöne an diesem Dienst. Und mehr muss man an der Stelle im Grunde gar nicht machen. Also wie gesagt, ein bisschen was verschicken, seht ihr hier. Ich mache das hier einfach über Curl, geht er raus, und man kann auch zum Test, habe ich jetzt heute, aber da reicht uns die Zeit nicht mehr, einfach mal das Ganze nochmal auf eine normale Webseite gestellt mit ein paar Parametern, und dann kann man das auch noch mit anderen Informationen bestücken und entsprechend abrufen. Wo ich jetzt leider aufgrund von der Zeit nicht mehr dazu komme, ich sehe schon, die Tür ist wieder aufgeschlossen. Das Ganze spricht MQTT, also dieses Telemetrieprotokoll. Klar kann man sagen, brauchen wir doch gar nicht, kann man doch ganz proprietär lösen. Aber das war nochmal so ein anderer Reiz für mich zu sagen, wie funktioniert denn MQTT, was muss man dabei beachten und wie funktioniert denn das im Grunde. Und das Schöne ist, es gibt auch dazu tons of paper, und eine schöne Sache, wie ich finde, ist, hier nochmal Google Firebase, sind hier ein paar Links, die relativ einfach und gut erklären, wie man so ein Mosquito auf einem Linux-System installiert. Und der zweite Link, der geht zu einer Seite, die so ein MQTT-Service anbietet. Aber das Schöne bei denen ist, die haben auch so einen Websocket-Client, der im Browser läuft. Und über den Weg kann man auch relativ entspannt seine MQTT-Funktionalitäten testen. Das heißt, man hat eine Webseite, gibt seine URL an, gibt den Port an, wo sein MQTT-Server läuft, vielleicht auch noch den entsprechenden Topic, und dann kann man sich hier schön connecten und kann da entsprechende Daten austauschen. Finde ich ganz nett, hat mir am Anfang auch ganz gut geholfen. Und eine Sache war noch, wo ich gesagt habe, Mensch, das Ganze, und deswegen bin ich auch hier, ist ja auch so ein bisschen in der Pi-Welt, den habe ich ja jetzt noch gar nicht berücksichtigt, da gehört ja für mich auch noch irgendwie ein bisschen dazu, muss das denn immer über das Internet gehen? Und kann ich da nicht irgendwie noch was anderes zwischen rein setzen? Ich habe vorhin draußen im Foyer gesehen, da gibt es ganz tolle Lösungen in einem anderen Zusammenhang, aber der hat hier auch Docker im Einsatz, der hat auch hier so einen Node-RED-Server als Container mit installiert, sollte man sich unbedingt auch mal anschauen. Und da ist es dann out of the scratch, man hat da einfach hier verschiedene Funktionalitäten, wo man sagt, hier links rübergezogen MQTT, dann die Konfiguration eingestellt, und da ist man relativ schnell dabei. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich hier noch das mal ganz kurz zeigen kann. Ich bin zwar jetzt schon 3 Minuten über der Zeit, ich guck's mal, er hat noch keine Waffen hier ausgepackt, das heißt, auch habe ich hier noch nicht gesehen, soll es aufhören, die Leute wollen zum Essen gehen.
Ja, also das hier ist jetzt das Node-RED. Wie gesagt, schaut euch das oben nochmal an bei dem Kollegen. Und da seht ihr hier, Essen ist fertig, kann es runterkommen. Was passiert hier? Naja, viel passiert nicht. Man hat hier unten, das seht ihr an dem grünen Teil, der ist connected. Das heißt, dieser Node-RED-Server hat eine Verbindung zu dem MQTT-Server, zu Mosquito, an zwei Seiten. Das eine ist einfach in der Sache, dass er hier letztendlich, wenn diese Information entsprechend kommt, macht er was, baut hier ein Ergebnis zusammen, Power Off, und schickt es wieder an den MQTT-Server. Und der MQTT-Server, der macht dann damit auch wieder was, schickt es weiter, und zwar hier dann an den zurück, weil der spricht MQTT, und mit Power Off weiß er, er macht den Ausgang von High wieder auf Low und sägt sich quasi den Ast ab, auf dem er sitzt, und das Ding ist wieder tot. Braucht keine Spannung. Und parallel dazu einfach mal zum Test auch hier diesen Weg. Ja, man kann über eine Webseite hier einen PHP-Aufruf starten, baut das Ding zusammen und kann das entsprechend ausführen. Also wer da ein bisschen mit Node.js laborieren will und sich das Leben am Anfang ein bisschen einfach machen will, sollte sich unbedingt mal so eine Sache mit dem Node-RED anschauen. Hilft auf alle Fälle am Anfang weiter, und wenn er dann an der Stelle so weit ist, dass er sagen kann, okay, das macht Spaß, macht Laune, dann auf jeden Fall mal drüber nachdenken, das Ganze in den Container zu packen und ab auf den Docker. Jetzt muss ich nur mal hier gucken, F12. Wie geht's weiter? Gut, das ist meine letzte Seite. Wer ein bisschen tiefere Informationen haben möchte, dem empfehle ich hier eine Veranstaltung. Ich bin da mit in dem Organisationsteam an der Bergstraße. Das ist zwischen Frankfurt, Heidelberg und Mannheim in Bensheim. Also dieses Gebiet nennt sich Bergstraße. Und da findet eine Megafair statt im September. Megafair sagt euch allen wahrscheinlich was. Ist so wie, ja, kannst runterkommen, Essen ist fertig. Wie gesagt, Megafests finden ja bundesweit statt. Ich bin nachher auch nochmal ganz kurz da und werde darüber nochmal ein bisschen was erzählen. Ich habe ein paar Flyer mitgebracht, die solltet ihr euch vielleicht angucken, wenn ihr sagt, das ist interessant, da will ich mehr davon wissen. Es sind ganz andere auch tolle Projekte. Wir haben roundabout 100 Aussteller. Wir rechnen so mit 5000 Besucher. Wir haben 4000 Quadratmeter Ausstellungsfläche inklusive Sporthalle. Und also an dem Wochenende denken wir, da geht richtig was ab. Und ja, mit einem Zitat möchte ich damit auch meinen Vortrag beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles, was schlecht war, vergesst es einfach. Und alles, was gut war, nehmt es mit und sagt es weiter. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Gibt es noch Fragen zum Vortrag? Ja, Hunger, ja. Dann gibt es jetzt die... Ja. Fast. Also hier kam die Frage, sind die Informationen irgendwo zusammengefasst? Natürlich sind sie zusammengefasst, aber so wie ein Entwickler die Sachen zusammenfasst. Also es wird, ich habe schon mit der May gesprochen, die wollen darüber auch so einen Artikel machen. Da wird es einen Artikel drüber geben, ein mehrseitiger oder über verschiedene Ausgaben, bisschen was über ganz runterkommen, Essen ist fertig. Es gibt auch Nachfolgeprojekte, da ist beispielsweise so ein Wi-Fi Throwy gedacht, den man einfach nimmt, schmeißt ihn irgendwo auf den Baum, ja, und wenn man klatscht, geht er an, und dann kann man da so ein paar Spiele machen, kriegt dann die Koordinaten, Geodaten von dem nächsten Throwy, und dann kann man da hingehen, ja, wieder klatschen, verbinden, und ja, so coole Dinge halt, ja. Aber um eine Antwort dir zu liefern, nee, ist noch nicht so zusammengefasst, wird aber nachgeliefert. Okay, danke. Weitere Fragen? Gut, okay, danke.